Stefan Mayer für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, Herr Kollege von Notz, die ersten drei Sätze Ihrer Rede waren ja durchaus überraschend für mich. Sie waren sehr staatstragend. Ich war dann aber doch beruhigt, als Sie dann Absatz 4 wieder in Ihre Klischees und Ihre althergebrachten Muster zurückgefallen sind. Also insoweit haben Sie tatsächlich leider nichts dazugelernt, insbesondere was die aktuelle Bedrohungssituation unseres Landes anbelangt. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, bevor ich auf den konkreten Gesetzentwurf eingehe, erlauben Sie mir ein paar Sätze zum Bundeskriminalamt im Generellen. Das Bundeskriminalamt ist seit seiner Gründung 1951 untrennbar und eng mit der Geschichte der inneren Sicherheit unseres Landes verbunden. Es hat eine sehr vielschichtige, eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich. Und nicht ohne Grund lautet das Gesetz zur Gründung und als Grundlage für das Bundeskriminalamt Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten. Über die Jahrzehnte hinweg sind die Befugnisse, die Kompetenzen des Bundeskriminalamtes deutlich erweitert worden. Es sind Möglichkeiten geschaffen worden, dass beispielsweise der Generalbundesanwalt das Bundeskriminalamt mit Ermittlungen beauftragt. Es sind eigene, originäre Ermittlungskompetenzen für das Bundeskriminalamt erst geschaffen worden. Das Bundeskriminalamt hat die Aufgabe zugesprochen bekommen, insbesondere im Bereich der kriminaltechnischen Forschung tätig zu sein. Und zuletzt hat das Bundeskriminalamt richtigerweise Befugnisse bekommen zur Gefahrenabwehr im Bereich des islamistischen Terrorismus. Und der Grund für diese vielen gesetzlichen Änderungen für das Bundeskriminalamt in den letzten Jahrzehnten war nicht nur der Zuwachs an Aufgaben und die gestiegenen Herausforderungen, die sich unserem Land stellen im Bereich der inneren Sicherheit, sondern insbesondere auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, beginnend mit dem Volkszählungsurteil, das völlig neue Anforderungen an die polizeilichen Informationsbefugnisse gestellt hat. Ich möchte aber, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, behaupten, das Bundeskriminalamt steht jetzt in der größten Herausforderung ihrer Geschichte, nämlich insbesondere angesichts der eminenten Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus. Und natürlich tut es dies nicht alleine, sondern zusammen mit den anderen Bundessicherheitsbehörden, zusammen mit den anderen Sicherheitsbehörden der Länder. Aber ich glaube, man kann schon behaupten, dem Bundeskriminalamt kommt hier auch eine zentrale Rolle zu. Und nicht ohne Grund haben wir als Haushaltsgesetzgeber und insbesondere auf Betreiben der CDU-CSU die Stellen für das Bundeskriminalamt für die Jahre 2016 bis 2020 um 1.300 erhöht. Das bedeutet, innerhalb von nur 5 Jahren wird die Belegschaft des Bundeskriminalamtes um 25% erhöht. Das ist richtig, das ist aber auch den gestiegenen Herausforderungen geschuldet. Der Anlass für die jetzt vorliegende Novellierung des BKA-Gesetzes ist insbesondere das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 20. April letzten Jahres und die EU-Richtlinie, die Datenschutzrichtlinie, die den öffentlichen Bereich regelt. Diese Novellierung hat insgesamt vor allem drei Ziele zum Inhalt. Zum einen geht es darum, den Datenschutz zu erhöhen. Zum anderen geht es darum, eine Harmonisierung und eine Verbesserung des Informationsaustausches mit den Polizeibehörden anderer EU-Länder vorzunehmen, gerade natürlich hochaktuell angesichts der Erfahrungen des schrecklichen Anschlags vom Breitscheidplatz. Und das dritte Ziel ist, dass das BKA modernisiert wird, vor allem die Informationstechnologie verbessert wird, modernisiert wird und dem Bundeskriminalamt in Zukunft eine stärkere Zentralstellenfunktion in der Sicherheitsarchitektur in Deutschland zukommt. All das sind drei wichtige Ziele. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zum Datenschutz. Das Bundesverfassungsgericht, und ich bin dem Kollegen Grötsch sehr dankbar, dass er dies auch noch einmal deutlich gemacht hat, hat nicht in Gänze geurteilt, dass die Befugnisse, insbesondere die verdeckten Ermittlungsbefugnisse im Bereich des islamistischen Terrorismus verfassungswidrig sind, sondern es hat geurteilt, dass es an der einen oder anderen Stelle Nachbesserungsbedarf gibt im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, was Benachrichtigungspflichten anbelangt, was Löschungspflichten anbelangt. Und sehr geehrter Herr Kollege von Notz, ich wehre mich massiv gegen Ihren Vorwurf und vor allem gegen den Vorwurf gegenüber dem Bundesinnenminister, dass das Bundesinnenministerium mit diesem Gesetzentwurf das Bundesverfassungsgericht herausfordert oder provoziert. Ganz im Gegenteil, ich sage ganz offen, ich erwarte von einem Bundesinnenminister, dass er, wenn wir ein derartiges Urteil des Verfassungsgerichtes vom 20. April letzten Jahres bekommen, dass er nicht wartet, bis die Umsetzungsfrist abläuft. Die läuft nämlich erst am 30. Juni 2018 ab, sondern dass er angesichts der jetzt
jetzigen Bedrohung schnell und effektiv reagiert. Und deshalb ist dieser Gesetzentwurf keine Provokation und keine Herausforderung des Verfassungsgerichtes, sondern es ist eine sachgerechte Umsetzung des Urteils. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es wird der Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung besser ausgestaltet. Es gibt Verbesserungen bei den Löschungs- und Benachrichtigungspflichten. Insbesondere wird dem Transparenzgebot auch stärker Rechnung getragen. Der Schutz von Berufsgeheimnisträgern wird verbessert und die Stellung der Bundesdatenschutzbeauftragten beim polizeilichen Informationsaustausch wird gestärkt. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dieses Urteil des Verfassungsgerichtes, das durchaus ein Grundsatzurteil bezüglich des polizeilichen Datenschutzes ist, wird hier auch entsprechend umgesetzt. Der zweite wichtige Punkt ist die Modernisierung der Informationstechnologie in der Sicherheitsarchitektur. Ich sage ganz offen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist anachronistisch, dass wir in 16 Ländern und beim Bund 17 verschiedene ITs im Bereich der Polizei haben. Das ist nicht mehr sachgerecht, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das stammt aus einer Zeit vor der 70er Jahre unter dem damaligen BKA-Präsidenten Horst Herold. Das muss entsprechend modernisiert werden. Und dem BKA muss insbesondere im Bereich der Informationstechnologie auch gegenüber den Ländern eine stärkere Rolle zugeschrieben werden. Und letztens, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wird natürlich mit dieser neuen Befugnisnorm für das Anbringen der elektronischen Fußfessel auch ein Beispiel gegeben für die Länder. Und wir haben die klare Erwartungshaltung, dass die Länder in ihren Polizeiaufgabengesetzen diesem Beispiel des Bundes folgen und entsprechend auch Befugnisnormen schaffen, um Gefährdern und damit hochgefährlichen Personen, für deren rund um die Uhr Observierung man 24 bis 30 Beamte benötigt, man sie zur Not auch mit der elektronischen Fußfessel überwachen kann. Ich glaube, das ist ein erheblicher und wesentlicher Schritt nach vorne. Deswegen sollten wir, meine Kolleginnen und Kollegen, diesen Gesetzentwurf natürlich in der gebotenen Sorgfalt, in der gebotenen Seriosität, aber auch in der gebotenen Eile angesichts der erheblichen Bedrohungssituation im parlamentarischen Verfahren beraten. Darum bitte ich. Das Wort hat die Kollegin.